Herzlich willkommen zur Vorlesung Schuldrecht 1, Vertragsschuldverhältnisse. Ich habe mir extra für Sie heute eine neue Frisur geben lassen. Sie sehen, ich gebe hier alles. Und, ja, sehen Sie? Ah. So, wir werden heute noch einmal mit dem wichtigsten Thema dieser Vorlesung anfangen, nämlich mit 280 BGB. Ich habe Ihnen ganz am Anfang gesagt, alle Sachen, die wichtig sind, kommen mindestens dreimal. Und das ist hier auch der Fall. Das hier kommt jetzt zum zweiten Mal. Und wenn es zum dritten Mal kommt, dann müssen Sie es können. Bevor wir aber zu dem Thema 280 BGB kommen, haben wir noch einen Restbestand von Dienstag, nämlich zu dem Thema die Dritten. Die Dritten, Sie erinnern sich düster, das sind die, die weder Gläubiger noch Schuldner sind. Ja, bevor wir aber zu den Dritten kommen, sind wir noch bei den Ersten und Zweiten, nämlich beim Schuldner. Und jetzt schauen wir auf unsere Gliederung. Heute neues Kapitel, Dienstag noch die Dritten. Gucken wir mal, ob das heute funktioniert. Kommt da was? Nix, alles kaputt hier. Was? Eben habe ich es getestet, da lief das in meinem Büro. Macht uns aber nicht viel aus, selbst wenn es nicht klappt. Gucken wir mal, was wir hier für Fragen haben. Bei der Gesamtschuld kann jeder Schuldner vom Gläubiger auf die volle Leistung in Anspruch genommen werden. Wo steht das oder etwas anderes? Das oder das Gegenteil? Ja. 428. Was regelt 428? Ja, da geht es um Gesamtgläubiger, sondern wo gucken Sie für Gesamtschuldner? Ja. 421. Und stimmt diese Aussage nach 421, dass der Gläubiger von jedem der Gesamtschuldner die volle Leistung verlangen kann? Ja. Ja, in der Tat, er kann sie nach seinem Belieben von jedem verlangen, aber insgesamt nur einmal. Das heißt, er kann sagen, er will sie von A, B oder C, er kann aber nicht sagen, jeder soll mir mal die Leistung bringen. Gucken wir uns die zweite Aussage an. Trifft die denn zu vor diesem Hintergrund? Der Gläubiger darf die Leistung nur von einem Schuldner verlangen. Ja, er muss sozusagen nicht einen raussuchen, es ist nicht so, als ob nur einer raussucht werden könnte. Er kann auch von mehreren einen Teil verlangen. Also wenn Sie vier Schuldner haben, können Sie zum Beispiel sagen, jeder zahlt mir ein Viertel. Sie können auch sagen, einer zahlt mir alles. Sie können auch sagen, zwei zahlen mir jeweils die Hälfte. Oder einer zahlt 90% und die anderen 10% werden auf die anderen verteilt. Sie haben da völlige Freiheit, von wem Sie wie viel verlangen. Es gibt nur zwei Voraussetzungen. Die erste Voraussetzung ist, in der Summe dürfen Sie nicht mehr als 100% verlangen. Und die zweite Voraussetzung ist, Sie müssen sich an irgendeinen der Schuldner halten, ein oder mehrere. Ja? Also wenn Sie drei Schuldner haben, können Sie von allen drei was verlangen oder nur von einem. Wenn Sie von irgendjemand anders verlangen, geht es nicht. Also, die erste Aussage trifft zu, die zweite Aussage trifft nicht zu, weil der Gläubiger darf durchaus Leistung von mehreren verlangen, nämlich teilweise.
Er muss sich nicht nur an einen halten, er kann von jedem ein wenig verlangen. Dritte Aussage. Bei der Gesamtschuld müssen alle Schuldner bei der Leistungserbringung zusammenwirken. Stimmt das oder stimmt das nicht? Ja? Das stimmt nicht. Ja, in der Tat, gegenüber dem Gläubiger sind die Schuldner nicht zur gemeinsamen Leistungserbringung verpflichtet. Nur im Innenverhältnis kann jeder Schuldner von den anderen Schuldnern Ausgleich verlangen. Das heißt, sie können ihre Mitschuldner verklagen und sagen, helf mir, diese Schulden zu bezahlen. Wie heißt denn die Art der Schuld, wo alle Schuldner zusammenwirken müssen, damit die Leistung wirksam erbracht werden kann? Wir haben gelernt, es gibt diese Konstellation. Ja? Ja, das ist die gemeinschaftliche Schuld. Bei der gemeinschaftlichen Schuld müssen alle Schuldner zusammenwirken. Und die gemeinschaftliche Schuld ist im BGB nicht geregelt. Was ist im BGB geregelt als Spiegelbild zur gemeinschaftlichen Schuld? Ja? Ja, wie heißt das denn? Die gemeinschaftliche Gläubiger irgendwas? Die Mitgläubigerschaft. Also die Mitgläubigerschaft ist geregelt, und zwar wo ist die geregelt? Die Mitgläubigerschaft, wo sehen Sie die? Ja. Ja, 432 Absatz 1 Satz 1. Eine unteilbare Leistung kann nur an alle Gläubiger gemeinschaftlich erbracht werden. Kennen Sie auch ein Beispiel für eine gemeinschaftliche Schuld? Ja. So ist es. Das typische Beispiel ist die Band. Sie wollen nicht nur, dass einer spielt, sondern sie sollen alle zusammenspielen. Wenn nur der Schlagzeuger kommt, kann der ihnen auf ihrer Geburtstagsparty kein Konzert geben. Das heißt, es müssen alle kommen, damit die zusammen Musik machen können. Das ist eine gemeinschaftliche Schuld. Keine Gesamtschuld. Letzter Punkt. Bei der Gesamtschuld haften alle Schuldner gleichstufig. Stimmt's oder stimmt's nicht? Was meinen Sie? Ja, hilft uns dieser Satz da weiter? Das heißt, bis zur Bewirkung der Leistung müssen die weiter verpflichtet sein. Das bezieht sich aber auf die Erfüllung, das heißt, es geht nur darum, solange noch Geld aus ist, kann ich weiter fordern. Was meint dieses mit dem gleichstufig? Ja. Also es gibt ein ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal in 421, das sagt, es darf nicht so sein, dass einer nur im Hintergrund als Ersatz haftet, als Ausfall. Und das haben wir zum Beispiel bei der Bürgschaft, da ist der Gedanke, der Bürger soll erst dann zahlen, wenn der eigentliche Schuldner nicht zahlen kann. Wir haben es auch bei Versicherungen. Die Versicherung, wenn Sie jetzt sich versichert haben gegen Diebstahl, eine sogenannte Hausratsversicherung, dann zahlt die Versicherung Ihnen nur dann, wenn der Dieb nicht gefunden werden kann. Wenn der Dieb gefunden wird, zahlt der Dieb Ihnen das Geld und nicht Ihre Hausratsversicherung. Das System ist also, die Versicherung ist nachrangig gegenüber dem Dieb. Ja? Deshalb keine Gesamtschuld zwischen Dieb und Versicherung, obwohl beide Ihnen auf Ersatz haften.
Zusammengefasst können wir sagen, die erste Aussage ist richtig, die beiden in der Mitte sind falsch und die letzte Aussage ist wieder richtig. Ja? Dann haben wir uns beschäftigt mit dem Thema Einzel- und Gesamtwirkung. 422 bis 425. Gucken wir mal, ein Erlassvertrag kann auf einen Gesamtschuldner beschränkt werden. Welcher Paragraph ist hier der einschlägige? Für die Beschränkung eines Erlassvertrages im Sinne von 397 BGB. Ja? Der Gläubiger kann mit dem einzelnen Gesamtschuldner schon einen Erlassvertrag beschließen. Ja. Allerdings wird der gleiche Betrag nichtsdestotrotz geschuldet und die anderen Schuldner haben dann gemäß § 426 ihrerseits wieder Ausgleichsansprüche gegen den Gesamtschuldner. Ja. Ja. Also, wenn Sie mal 423 sich ansehen, dann sagt die Norm, wir können zwei Arten von Erlassvertrag unterscheiden. Entweder der Gläubiger sagt, ich möchte von niemandem das Geld mehr haben. Ich bin zufrieden, ich möchte kein Geld von keinem von euch Schuldnern. Dann erlischt die Pflicht aller Gesamtschuldner und alle sind raus. Er kann aber auch hingehen und sagen, ich habe zwar vier Schuldner, aber du bist mir der Liebste, von dir will ich kein Geld. Dir erlasse ich die Schuld. Die anderen dreien sollen noch haften. Das kann er sagen. Dann haften nur noch drei. Dann kann er dem zweiten auch noch sagen, dich möchte ich nicht, und dem dritten auch noch, dann haften nur noch einer. Das kann er also machen, er kann sagen, du sollst raus. Ja? Ja, in der Tat, das ist das Problem. Der Gläubiger kann selber auf sein Geld verzichten, er kann aber nicht verhindern, dass derjenige, der ihm das Geld zahlt, sich im Innenfall wiederholt, weil er kann nicht zu Lasten Dritter verzichten. Er kann sozusagen nicht denjenigen, der dann zahlen muss, benachteiligen und sagen, du bist jetzt der Einzige und kriegst dein Geld nicht mehr wieder. Das darf er nicht. Das heißt, im Innenverhältnis können sie das Geld immer wiederholen. Was anderes gilt nur, wenn der Gläubiger ohnehin nur den Teilbetrag verlangt. Also wenn der hingeht und von den vier Gläubigern drei entlässt und vom vierten nur ein Viertel verlangt, hat derjenige, der zahlt, natürlich keinen Rückgriffsanspruch. Denn er hat nur das Viertel gezahlt, was er ohnehin tragen müsste. Wenn er die Hälfte verlangt, haften die anderen drei auf ein Viertel geteilt durch drei. Das heißt, ein Viertel durch drei ist jeweils ein Zwölftel. Jeder haftet auf ein Zwölftel. Das hat es keiner verstanden. Ein Viertel geteilt durch drei ist ein Zwölftel. Ja? Mathe-Leistungskurs. So. Also, im Hinblick auf unsere Frage 1, der Gläubiger kann mit jedem einzelnen Schuldner sagen, du musst mir nicht mehr zahlen, dann erlischt der Anspruch des Gläubigers gegen diesen Schuldner. Das hat keine Auswirkungen auf 426. Die Schuldner untereinander können immer noch Ausgleich verlangen. Was anderes gilt nur, wenn der Gläubiger auch weniger verlangt von den Schuldnern, dann wird der sozusagen frei von dem, dem er auch erlassen hat. Zweite Aussage. Die Erfüllung wirkt zugunsten aller Gesamtschuldner. Wo gucken Sie da? Ja, 422 Absatz 1 Satz 1. Und was sagt er Ihnen? Ja? Lesen wir mal vor. Ja, die Erfüllung durch einen Gesamtschuldner wirkt auch für die übrigen. Die Idee dahinter ist, wenn einer zahlt, kann das Geld, was er schon gezahlt hat, nicht mehr von den anderen verlangt haben. Das ergibt sich auch schon aus dem 421, sollte Sie also nicht überraschen. Das heißt, Erfüllung hat immer Wirkung auch für alle, Erlass
hat grundsätzlich nur Wirkung für denjenigen, mit dem der Erlassvertrag geschlossen wird. Wie sieht es aus mit Unmöglichkeit? Stellen Sie sich vor, der V und der X haben beide versprochen, dem K Mehl zu liefern. Ja? Frisch gemahlen von der Mühle. Diese spezielle Mühle ist aber abgebrannt, das heißt, es gibt keine Mühle mehr auf der Welt, die dieses Mehl herstellen kann. Der V hat auch dummerweise keins mehr auf Lager. Der X hat dagegen noch 1000 Säcke auf Lager. Frage, ist dann die Erfüllung des Kaufvertrages über das Mehl unmöglich geworden? Ja? Ja. So ist es. Also, das steht in 425 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2. Dann wird derjenige Schuldner, für den die Erfüllung unmöglich geworden ist, befreit. Das heißt, in unserem Fall sagt der V, ich habe kein Mehl mehr da. Das heißt, er muss auch nicht mehr erfüllen. Denn er hat eine Vorratsschuld im Zweifel und muss sich nicht mehr vom Markt beschaffen. Der X dagegen kann noch erfüllen, das heißt für den X ist die Erfüllung des Kaufvertrages möglich, das heißt seine Schuld erlischt nicht nach 75 und er muss alleine leisten. Und das bringt mich zu der schwierigen Frage, was ist denn mit dem 426? Vorher waren es zwei, jetzt ist es nur noch einer. Was würden Sie sagen, passiert dann im Rahmen von 426? Ist dann derjenige, der übrig bleibt, der Dumme und trägt auf einmal alleine die Schuld. Ja? Ja, in der Tat, im Innenverhältnis haben wir das Problem, der kann kein Mehl mehr geben, also ist der übergegangene Anspruch nach 426 Absatz 2 unmöglich geworden. Und wir haben schon gesehen, bei Unmöglichkeit kriege ich dann Schadensersatz nach 280 Absatz 1, Absatz 3, 283. Das heißt, derjenige, der das Mehl noch hat, muss sein komplettes Mehl abgeben, kriegt aber von dem, der kein Mehl hat, Geld als Schadensersatz im Innenverhältnis. Weil derjenige hätte ja auch eigentlich Mehl leisten müssen, kann er nicht, also muss er stattdessen Geld zahlen. Ja, gucken wir uns die vierte Aussage an. Der Annahmeverzug wirkt zugunsten aller Gesamtschuldner. Was sagen Sie dazu? Das heißt, ein Schuldner geht hin und sagt, hier hast du die Leistung und der Gläubiger sagt, die nehme ich nicht an. Ja, in der Tat, das ist das, was 424 sagt. Wenn also auch nur einer von den Schuldnern hinkommt und dem Gläubiger die Leistung anbietet und der nimmt sie nicht an, ist er gegenüber allen Schuldnern im Annahmeverzug. Welche Folgen hatte der Annahmeverzug nochmal so grob? Woran erinnern Sie sich da? Ja? Ja? 300 Absatz 1, der Schuldner haftet nur noch für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Fällt Ihnen noch eine Folge ein? Ja. Ja, wegen 300 Absatz 2 geht auch die Leistungsgefahr bei Geldschulden über. Das heißt, wir haben hier die seltene Konstellation, dass auch Geldschulden unmöglich werden können. Das heißt, hier würden alle frei, wenn derjenige, der hingegangen ist mit dem Geld, auf dem Rückweg überfallen wird. Dann würde auch kein anderer mehr zahlen müssen. Es würden alle von ihrer Leistungspflicht befreit. So, das war diese Folie
Und das Schöne ist, Sie sehen alle Aussagen richtig. Letzte Wiederholungsfolie bezieht sich auf unseren Innenausgleichsanspruch. Wenn ein Gesamtschuldner leistet, kann er nach 426.1 anteiligen Ersatz von den anderen Gesamtschuldnern verlangen. Ist das so? Ja? Ja, was steht genau in Absatz 2, Satz 1? Ja. Ja, in der Tat, in dem Moment, wo der Gesamtschuldner leistet, geht die Forderung des Gläubigers gegen die Gesamtschuldner auf ihn über. Ist das eine Anspruchsgrundlage? Frage ich jetzt mal. Erstes Semester, ist das eine Anspruchsgrundlage? 426 Absatz 2 Satz 1. Ja. Was ist denn eine Anspruchsgrundlage? Was brauchen Sie denn für eine Anspruchsgrundlage? Aha, also bestimmte Voraussetzungen, bei denen eine bestimmte Rechtsfolge eintritt. Haben Sie das hier? Haben Sie Voraussetzungen? Hat 426 Absatz 2 Voraussetzungen? Meinen Sie? Ja, nicht wirklich. Also es wird schon gesagt, dass die anderen Schuldner zum gleichen Antrag verpflichtet sind, auch die Leistung, wie gesagt, an den Gesamtschuldner, der bewirkt hat, zu leisten, aber letzten Endes nicht. 426 Absatz 2 Satz 1 hat diese Norm Voraussetzungen, die Sie prüfen könnten. Welche? Ja, in dem Satzteil soweit. Und welche Voraussetzungen würden Sie also sehen? Was würden Sie prüfen in der Klausur? Ja. Ja, also, in der Tat. Wir brauchen eine Gesamtschuld, denn sonst macht 426.2 keinen Sinn. Zweitens muss einer der Gesamtschuldner gezahlt haben. Und drittens muss dieser Gesamtschuldner einen Anspruch auf Ausgleich haben aufgrund seiner Zahlung. Das heißt, er muss mehr gezahlt haben als seinen Anteil. Das sind die drei Voraussetzungen. Also Voraussetzungen hat die Norm auf jeden Fall. Hat sie auch eine Rechtsfolge? Was ist die Rechtsfolge? Ja, die Rechtsfolge ist ein Forderungsübergang. Ist diese Norm also eine Anspruchsgrundlage? Sie hat einen Tatbestand, eine Rechtsfolge. Ja, das kommt dem Ganzen schon näher, weil die Rechtsfolge ein Tun oder Unterlassen sein muss. Woher wissen Sie das, dass die Rechtsfolge einer Anspruchsgrundlage ein Tun oder Unterlassen sein muss und nicht was automatisch passiert? Ja. Ja. 194 Absatz 1 sagt Ihnen, was ein Anspruch ist. Ein Anspruch ist das Recht von jemand anderem, ein Tun oder Unterlassen zu verlangen. Hier diese Norm ermöglicht Ihnen aber nicht, von jemandem ein Tun oder Unterlassen zu verlangen. Warum nicht? Weil die Norm sagt, es geht ein Anspruch über. Das geht automatisch, ohne dass jemand was tun oder unterlassen muss. Das heißt, 426.2 ist zwar eine Rechtsnorm mit Voraussetzungen und einer Rechtsfolge, aber es ist keine Anspruchsgrundlage. Kann ich also aus 426 sagen,
Der anteilige Ersatz folgt aus 426.2. Woraus hätte ich denn einen Anspruch gegen meine Mitgesamtschuldner, wenn ich 426.2 anwende? Sagen wir, der V verkauft Ihnen allen neue Gesetzestexte. Und er sagt, Sie zahlen mir alle zusammen 1 Million Euro. Wie Sie das aufteilen, ist mir egal. Und jetzt geht einer von Ihnen hin und zahlt 1 Million. Welchen Anspruch hätte er gegen Sie als Mitkommilitonen? Ja? Ja, er kann gegen Sie einen Anspruch geltend machen aus dem Kaufvertrag, aus 433 Absatz 2 BGB. Ursprünglich bestand ein Kaufvertrag zwischen V und Ihnen allen. In dem Moment, wo einer zahlt, geht dieser Anspruch aus 433.2 aber über auf den, der gezahlt hat. Das heißt, er kriegt komplett den Anspruch abzüglich seines eigenen Teils. Ja, also seinen eigenen kriegt er nicht, aber den Anspruch gegen alle anderen kriegt er. So, das wäre hier 26.2, aber hier steht in der Frage ja drin, wenn ein Gesamtschuldner leistet, kann er nach 426.1 anteiligen Ersatz von den anderen Gesamtschuldnern verlangen. Was regelt 426.1? Ist das eine Anspruchsgrundlage? Ist das eine Anspruchsgrundlage? Zumindest wird ja von der Pflicht gesprochen, also Einführung oder Unterlassen, welches Jahr das etwas getan wurde. Ja, in der Tat, es wird eine Pflicht begründet und damit auch ein Anspruch gegen die Gesamtschuldner. Frage, berechtigt dieser Anspruch dazu, von den anderen anteiligen Ersatz zu verlangen? Gucken Sie mal, passt das unter das Gesetz? Sind zu gleichen Anteilen verpflichtet. Kann ich aufgrund dieser Norm irgendwas von meinen Mitgesamtschuldnern verlangen? Bis zu dem Moment, wo die Schuld ist und die Schuld ist ja, wenn einer will, dann so lange sind die gleich verpflichtet, aber in dem Moment, wo einer zahlt, ist es halt nicht mehr so gemacht. Aha, das heißt also, derjenige, der zuerst zahlt, ist der Dumme. Das wäre ein bisschen komisch vom Ergebnis her, oder? Das heißt, wer zuerst zahlt, verliert seinen Anspruch. Das heißt, zu warten ist schlau. Wir haben ja danach noch Absatz 2. Ja, wir haben danach noch Absatz 2, aber stellen Sie sich Folgendes vor, was passieren könnte. Die Verjährung beträgt 3 Jahre. Am 31. Dezember klopft es bei Ihnen an der Tür, der Gläubiger sagt, zahl oder stirb. Und Sie zahlen dem das Geld, aber leider an Silvester finden Sie Ihre Mitgesamtschuldner nicht mehr, die sind alle weg. Und am 1. Januar Pech gehabt. Anspruch verjährt. Also der 426.2er Anspruch, der kann durchaus schon weg sein zu dem Moment, wo Sie zahlen. Die laufen nicht zwingend parallel. Ja, kurz gesagt, wenn da steht, zu gleichen Anteilen verpflichtet, heißt das, Sie sind vor der Leistung im Innenverhältnis verpflichtet mitzuwirken. Das heißt, so zu tun, als seien sie
gemeinschaftliche Schuldner. Also jeder sollte eigentlich seinen Teil beibringen. Wenn aber einer trotzdem schon voll geleistet hat, sind sie ebenfalls im Innenverhältnis verpflichtet, das wieder gut zu machen, was der zu viel geleistet hat. Das heißt, wir haben dann im Innenverhältnis nach 426.1 einen Anspruch auf Ausgleich. Das heißt, 426.1 ist eine eigene Anspruchsgrundlage auf Innenausgleich. 426.2 bewirkt, dass ich in Anspruch des Gläubigers, sagen wir aus 433.2, gegen meine Mitgesamtschuldner geltend machen kann. Absatz 1, eigene Anspruchsgrundlage. Absatz 2 erweitert den Anspruch aus dem Kaufvertrag, dem Werkvertrag oder ähnliches. Gut. Zweite Aussage. Im Verhältnis zueinander haften Gesamtschuldner als Teilschuldner. Was soll das denn heißen? Im Verhältnis zueinander haften Gesamtschuldner als Teilschuldner. Dazu müssen wir nochmal klären, was sind Teilschuldner? Ja? Ja, bei Teilschuldnern kann der Gläubiger von jedem nur den Teil verlangen, den er auch im Innenverhältnis erbringen muss. Das heißt, Innenverhältnis und Außenverhältnis sind gleich. Frage, gilt das im Innenverhältnis der Gesamtschuldner? Wir haben Gesamtschuldner A, B, C und D. Jeder haftet in Höhe von 25% und A zahlt. So ist es. Wir hätten zwei Varianten. Das eine wäre, im Innenverhältnis haften Gesamtschuldner als Gesamtschuldner. Dann könnte jetzt A zu B gehen und sagen, gib mir 75%, weil dafür haften du C und D. Dann könnte der B zu C gehen und sagen, gib mir bitte 50%, denn in der Höhe haften du und D. Und der C könnte nur hingehen, das Viertel bei D holen. Das geht nicht, sondern der A, der zahlt, kann von jedem nur ein Viertel verlangen und keinen Cent mehr. Die andere denkbare Variante wäre eine gemeinschaftliche Schuld, das heißt, ihr müsst alle gleichzeitig verklagen. Das macht aber auch keinen Sinn. Das heißt, er darf wirklich hingehen und von jedem nur die Quote verlangen. Eine gewisse Modifikation ist allerdings 426 Absatz 1 Satz 2 BGB. Da steht nämlich drin, wenn einer nicht zahlen kann oder nicht voll zahlen kann, wird das, was er nicht zahlen kann, auf die anderen wieder verteilt. Ja? Das heißt, wenn Sie vier Freunde sind und der eine ist pleite, dann wird durch drei geteilt. Dann muss derjenige, der kein Geld hat, nicht zahlen. Wenn man nicht fohlen kann, Insolvenzverfahren, dann wird halt auf die anderen drei verteilt. Ja? Nein, weil wir statt der Unmöglichkeit Schadensersatz kriegen. Wir ersetzen also die Unmöglichkeit, die unmögliche Leistung durch eine Geldzahlung nach 280 Absatz 1, Absatz 3, 283. Denn er muss ja nach Absatz 1 Ausgleich leisten. Das ist unmöglich. Also kann ich das hier verteilen. Der Absatz 1, Satz 2 meint eher, es geht darum, ich kann ihn faktisch nicht erlangen. Ich kann sozusagen das, was er mir eigentlich schuldet, nicht durchsetzen, weil nichts da ist. Weil er ins Ausland gegangen ist oder weil er nicht genug Geld hat. Dann sagt man, soll nicht der darunter leiden, der vorgeleistet hat, sondern soll unter die übrig gebliebenen verteilt werden. Deshalb steht auch nicht unmöglich, weil es steht nicht erlangt werden kann. Sonst hätte der Gesetzgeber geschrieben, ist die Leistung unmöglich, verteilt sie sich. Ja, dritte Aussage, wenn nichts anderes vereinbart ist, haften die Gesamtschuldner zu gleichen Teilen? Ja oder nein? Ja? Ja, das ist 426 Absatz 1 Satz 1. Die erste wichtige Ausnahme ist die Vereinbarung. Die andere wichtige Ausnahme ist, es kann sich was anderes aus dem Gesetz ergeben. Wir sagen zum Beispiel, bei Schadensersatzansprüchen kommt es auf die Verschuldensquote an.
Wenn Sie also einen Autounfall haben mit drei Leuten, dann kommt es darauf an, wie viel Prozent Verschulden jeden einzelnen Fahrer trifft und entsprechend wird dann die Reparatur geteilt. Letzte Aussage, neben dem Ausgleichsanspruch kann der leistende Gesamtschuldner auch den Anspruch des Gläubigers geltend machen. Woraus ergibt sich das? Ja? So ist es. Das ist 426 Absatz 2. Merken Sie sich also immer, in der Klausur müssten Sie erst einen Anspruch aus 426 Absatz 1 prüfen und danach noch einen Anspruch aus, sagen wir mal, 433 Absatz 2 BGB. Und in diesem Rahmen müssten Sie dann auch den 426.2 ansprechen. Bei Anspruch entstanden müssen Sie also sagen, ursprünglich hatte der Anspruch der V, er könnte aber nach 426 Absatz 2 in Verbindung mit 412, in Verbindung mit 398 auf den Schuldner X übergegangen sein. So, das war die Gesamtschuld. Jetzt kommen wir wieder zu unserem Dritten. Ich habe Ihnen gesagt, Dritter ist jeder, der weder Gläubiger noch Schuldner ist. Und ich habe Ihnen auch gesagt, grundsätzlich haben Dritte mit Verträgen nichts zu tun. Es gilt die Relativität der Schuldverhältnisse. Dann haben wir gesprochen über den Vertrag zugunsten Dritter. Das heißt, der Schuldner soll an den Dritten leisten, weil der Gläubiger ihm das so gesagt hat. Und wir haben gesprochen auch über diese tollen Bezeichnungen. Das Verhältnis zwischen Gläubiger und Schuldner heißt Deckungsverhältnis. Das Verhältnis zwischen Gläubiger und Drittem heißt Valutaverhältnis. Und das Verhältnis zwischen Schuldner und Drittem heißt Zuwendungsverhältnis. Sie müssen sich davon nur merken, Valutaverhältnis und Deckungsverhältnis. Das wird Ihnen spätestens nächstes Semester sehr oft begegnen im Bereicherungsrecht. Also diese beiden Wörter bitte merken. Valuta ist Verhältnis Gläubiger, Dritter und Deckungsverhältnis ist Verhältnis Gläubiger, Schuldner. Dann habe ich Ihnen gesagt, dass 328 BGB grundsätzlich einen echten Vertrag zugunsten Dritter regelt. Dieser echte Vertrag zugunsten Dritter zeichnet sich dadurch aus, dass ich nicht an den Gläubiger leisten darf. Wir haben in 362 Absatz 1 gesehen, ich muss grundsätzlich an den Gläubiger leisten. Beim echten Vertrag zugunsten Dritter darf ich nur an den Dritten leisten. Ja, also sagen wir, Sie bestellen was, das soll geliefert werden an Ihre Oma in der Bayerischen Alm, dann wird das an Ihre Oma geschickt und wenn es an Sie geschickt würde, wäre der Vertrag nicht richtig erfüllt. Es muss an die Oma geschickt werden. Zweitens kann der Gläubiger und der Dritte den Anspruch einklagen. Wenn also nichts kommt, können sowohl Sie den Laden verklagen, als auch Ihre Oma. Das ergibt sich aus 335. Obwohl der Gläubiger nicht an sich Leistung verlangen kann, kann er klagen auf Lieferung an Oma. Der Dritte, also Ihre Oma, ist nicht Vertragspartner. Und das ist ganz wichtig, weil dadurch, dass Oma nicht Vertragspartnerin ist, kann Oma grundsätzlich auch nicht viel falsch machen. Sie muss den Kaufpreis nicht bezahlen, weil Sie Kaufpreis zahlen müssen. Oma hat keine Pflichten aus dem Schuldverhältnis. Allerdings trifft die Oma eine Rücksichtnahmepflicht. Wenn also der Bote kommt mit dem tollen Klavier, was Sie Ihrer Oma auf der Bayerischen Alm geschenkt haben, und die Oma spuckt dem ins Gesicht, dann muss die Oma dafür Schadens leisten und nicht Sie. Weil Oma hat gespuckt. Oma ist wie ein Lama. Das haben Sie nicht verstanden. Es gibt allerdings
in 334 eine Norm, die sie an zwei andere Normen erinnern soll, nämlich an eine Norm aus der Abtretung, und das ist 404, und an eine Norm aus der Schuldübernahme, und das ist 417. Die Norm sagt nämlich, der Schuldner kann gegenüber dem Dritten alle Einwendungen erheben, die er gegenüber dem Gläubiger erheben könnte. Der Dritte steht nie besser als der Gläubiger. Diese Norm merken Sie sich bitte für die nächste halbe Stunde. Das ist so ein Intelligenztest, weil dann kommt diese Norm wieder dran in einer halben Stunde. 3, 3, 4. Ja? Jetzt merken, die kommt gleich nochmal. Letzter Punkt, der Erwerb kann aufgeschoben sein. Sie können zum Beispiel folgenden Vertrag schließen. Wenn ich sterbe, soll der sowieso 1 Million Euro kriegen. Einen solchen Vertrag nennt man üblicherweise Lebensversicherung. Also wenn ich sterbe, soll Geld an den sowieso gezahlt werden. Das ist ein Vertrag zugunsten Dritter. Sie sind der Versicherungsnehmer und Sie zahlen der Versicherung Geld dafür, dass die, wenn sie sterben, Geld an einen Dritten zahlt. Ja? Sie werden das Geld nie sehen, das Geld sieht immer hier unser Dritter. Das ist ein Vertrag zugunsten Dritter auf den Todesfall. Es gibt neben diesem echten Vertrag zugunsten Dritter auch einen unechten Vertrag zugunsten Dritter. Sonst wäre es auch relativ witzlos, den als echt zu bezeichnen, wenn es keine Fälschung gäbe. Die Fälschung funktioniert wie folgt. Sie können in jedem beliebigen Vertrag sagen, leiste entweder an mich oder an den und den. Wir haben das gesehen, als wir uns den 362 BGB angeguckt haben. Der hat nämlich einen Absatz 2 und dieser Absatz 2 sagt, Sie können Leistungen einem Nichtberechtigten genehmigen. Das heißt, Sie können auch vorab sagen, Leistung entweder an mich als Gläubiger oder an den als Dritten. Das ist sehr wichtig, weil dann hat der Dritte keinen Anspruch auf die Leistung. Er kann nicht vor Gericht ziehen und den verklagen. Beim echten Vertrag zugunsten Dritter kann der Dritte das. Klagen darf dann nur der Gläubiger, das heißt nur derjenige, der den Vertrag geschlossen hat. Die Abgrenzung zwischen dem echten Vertrag zugunsten Dritter nach 328 und dem unechten Vertrag zugunsten Dritter, bei dem nur an den Dritten erfüllt werden darf, also hier beim echten muss an den Dritten erfüllt werden, beim unechten darf an den Dritten erfüllt werden, folgt aus 328 Absatz 2 BGB. Und wenn Sie gucken, steht da drin, in Ermangelung einer besonderen Bestimmung ist aus den Umständen, insbesondere aus dem Zweck des Vertrages zu entnehmen, ob der Dritte das Recht erwerben soll, ob das Recht des Dritten sofort unter gewissen Voraussetzungen entstehen soll und ob den Vertrag schließen, die Befugnis vorbehalten sein soll, das Recht des Dritten ohne dessen Zustimmung aufzuheben oder zu ändern. Diese Norm sagt nicht viel anderes aus als 133 oder 157 BGB, ist aber Lex Specialis, weil sie nur für den Vertrag zugunsten Dritter gilt. Das heißt, auch da müssen Sie ganz normal auslegen, was sind die Umstände, insbesondere der Zweck des Vertrages. Weil der Gesetzgeber im Jahr 1900 gedacht hat, das versteht keiner, hat er dann Auslegungsregeln gemacht in 329, 330 und 331 für Konstellationen, die er damals für besonders wichtig hielt. Die erste habe ich schon mal angedeutet, 329. Wenn Sie sich den mal kurz ansehen, da geht es darum, jemand kommt und sagt, ich zahle das für dich. Ich mache das schon. Ja, also Sie haben Schulden und jemand kommt zu Ihnen und sagt, ich mache das schon. Dann haben wir gelernt, ist das eine wirksame Schuldübernahme, wenn jemand zu Ihnen kommt und sagt, ich zahle deine Schulden?
Ist es eine wirksame Schuldübernahme, wenn jemand zu Ihnen kommt und sagt, ich zahle deine Schulden, was sagen Sie dazu? Ja, wie ist es mit der Schuldübernahme? Was brauchen wir für eine Schuldübernahme? Ja, nach 414 einen Vertrag. Gut, Sie werden sagen, ja, nehme ich an. Reicht das? Also jemand kommt zu Ihnen und sagt, ich zahle deine Schuld und Sie sagen, au ja, danke. Jetzt wirksame Schuldübernahme? Ja? Ja, wo steht das? Ja, exakt Paragraph 415, der sagt, dieser Vertrag führt nicht dazu, dass der alte Schuldner nicht zahlen muss. Erst dann, wenn der Gläubiger zustimmt, wird der alte Schuldner frei. Ja? Also bei der Schuldübernahme muss immer der Gläubiger zustimmen. 329 sagt uns aber jetzt für diesen Fall Folgendes, das ist wichtig. Wenn jemand zu Ihnen kommt und sagt, ich zahle deine Schulden und Sie sagen ja, dann haben Sie einen wirksamen Vertrag geschlossen und Sie können ihn darauf verklagen, dass er Ihre Schulden zahlt. Aber 329 sagt, wer nicht klagen darf, ist Ihr Gläubiger. Ihr Gläubiger erlangt keinen Anspruch, nur Sie haben einen Anspruch darauf, dass Ihre Schulden bezahlt werden. Das heißt, 329 sagt, das bloße Versprechen, fremde Schulden zu bezahlen, führt zu einem unechten bzw. echten Vertrag zugunsten Dritter. Was meinen Sie? Sagt 329, kommt ein echter Vertrag zugunsten Dritter raus oder ein unechter Vertrag zugunsten Dritter? Ein unechter, der Gläubiger. So ist es. 329 sagt, das bloße Versprechen, Ihre Schulden zu bezahlen, führt zu einem unechten Vertrag zugunsten Dritter. Unecht deshalb, weil Ihr Gläubiger kein Forderungsrecht hat. Aber in dem Moment, wo der Gläubiger doch fordert, stimmt er doch automatisch zu, oder? Nein, der müsste dann gleichzeitig auch sagen, dass er das Geld von Ihnen nicht mehr haben will. Das bloße Fordern kann ja auch heißen, ich versuch's mal, wenn der Geld hat, gut, wenn der kein Geld hat, dann bleibe ich wieder bei Ihnen. Das heißt, die Aussage, ich hätte gerne Geld von dir, heißt noch nicht, ich verzichte auf den anderen. Und die Schuldübernahme setzt immer voraus, dass Sie sagen, ich verzichte. Und dieses Verzichten ist eher selten. Keiner verzichtet auf irgendwas in Deutschland. So, Paragraph 330 BGB war im Jahr 1900 total wichtig und heute ist er total unwichtig. Das heißt, Sie können den Paragraphen direkt vergessen. Worum geht es da? Es geht um Leibrenten. Was ist eine Leibrente? Die soll sowas sagen wie, Sie verkaufen Ihren Bauernhof und der Käufer sagt, bis zu Ihrem Lebensende kriegen Sie von mir Geld, eine Rente jeden Monat. Und wenn Sie sterben, kriegen Ihre Kinder Geld, bis sie erwachsen sind. Solche Verträge kann man schließen. Dieses ganze Leibrentenzeug hat aber praktisch keine Bedeutung mehr. Statt der Leibrente haben wir heute Lebensversicherungen und das Ganze ist praktisch völlig irrelevant. Das können Sie direkt wieder vergessen. Leibrenten werden Ihnen nie in Ihrem Leben begegnen. Sie werden sterben, ohne diesen Paragraphen kennenzulernen. 331 ist demgegenüber total wichtig. Das ist das Blöde dabei. 331 BGB betrifft Leistungen nach Todesfall. Und da geht es um den Fall, Sie sagen, wenn ich sterbe, soll die Bank mein ganzes Geld geben und das meiner Geliebten auf den Bahamas geben. Warum machen Sie das? Weil Sie das nicht vererben wollen. Weil Sie es im Idealfall an Ihren Erben vorbeischmuggeln wollen, damit die keinen Pflichtteil kriegen. Weil Sie ein böser Mensch sind. Und solche Verträge können Sie abschließen, sagt das. Nämlich soll die Leistung an den Dritten nach dem Tode desjenigen erfolgen, welcher sie versprochen wird, so erwirbt der Dritte das Recht auf die Leistung im Zweifel mit dem Tode des Versprechensempfängers. Das heißt,
In diesem Fall, sobald sie gestorben sind, kann ihre Geliebte die Bank verklagen auf Leistung. Der Anspruch entsteht erst mit ihrem Tod. Vor ihrem Tod können sie selber sagen, ach, ich möchte das Geld haben. Nach ihrem Tod kann das ihre Geliebte haben. Dann haben wir auch die tolle Regelung, 331 Absatz 2. Stirbt der Versprechensempfänger vor der Geburt des Dritten, so kann das Versprechen an den Dritten zu leisten nur dann noch aufgehoben oder geändert werden, wenn die Befugnis dazu vorbehalten ist. Das heißt, Sie vererben jetzt schon mal Ihren Urenkeln was, dann kann man das nicht mehr so einfach rückgängig machen. An dieser Norm hängen ungefähr 10.000 Probleme, die Sie alle ganz, ganz intensiv machen werden, wenn Sie sich mit Erbrecht beschäftigen. Der Grund dafür ist nämlich, im Erbrecht brauchen Sie ein handschriftliches Testament oder einen notariell beurkundeten Erbvertrag. Für diese Verträge zugunsten Dritter können Sie auch konkludente Verträge schließen, mündlich. Das heißt, Sie könnten hier die ganzen schönen erbrechtlichen Vorschriften umgehen und das ist ein Problem. Das Problem müssen wir aber hier nicht machen zum Glück, weil das kommt erst später dran. So, was gilt bei einem Vertrag zugunsten Dritter? Zunächst mal 332. Hat sich der Versprechensempfänger die Befugnis vorbehalten, ohne Zustimmung des Versprechenden an die Stelle des im Vertrag bezeichneten Dritten einen anderen zu setzen, so kann dies im Zweifel auch in einem Testament entstehen. Die Norm sagt Ihnen, im Grundsatz können Sie den Dritten zu Lebzeiten austauschen, wenn Sie es vorgesehen haben. Und Sie können das sogar bei einem Vertrag zugunsten Dritter auf den Todesfall im Testament machen. Das heißt, Sie können sagen, doch nicht die Geliebte, sondern die andere Geliebte. Und die weiß davon gar nichts. So brutal geht das zu in Deutschland. 333 BGB ist eine Norm, die soll sicherstellen, dass man Ihnen nichts gegen Ihren Willen aufdrängen kann. Wenn jemand für Sie einen Vertrag zugunsten Dritter schließt und für Sie was bestellt im Internet, haben Sie nach 333 das Recht zu sagen, nein, das nehme ich nicht an. Die Folge dann ist, dass das Recht als nicht erworben gilt. Das heißt, es wird so getan, als hätten Sie nie einen Anspruch gehabt. Ja? Also wenn Sie sagen, ich will nicht, erlischt der Anspruch für die Vergangenheit. Das ist alles weg. Die geraten auch nicht in Gläubigerverzug, weil sie nie einen Anspruch hatten. Dann kommt noch 334 BGB. 334 BGB, habe ich Ihnen schon gesagt eben, ist die Parallelnorm zu 404 und 417. Die sagt, wenn an den Dritten geleistet worden ist, kann der Gläubiger die Leistung nicht fordern. Wenn vereinbart worden ist, dass die Leistung erst am 01.01.2018 erfolgen soll, kann auch der Dritte die Leistung nicht vorher fordern. Alles, was der Gläubiger vereinbart hat, wirkt auch zum Nachteil des Dritten. Der Dritte steht nicht besser als der Gläubiger, aber auch nicht schlechter. Ich habe Ihnen gesagt, das kommt nochmal, warten Sie ab, das kommt gleich nochmal. Und dann haben wir noch 335 BGB. 335 BGB sagt, der Versprechensempfänger hat ein eigenes Forderungsrecht. Das heißt, der Gläubiger kann klagen, nicht auf Leistung an sich selber, aber auf Leistung an den Dritten. Das heißt, er ist immer noch zur Geltendmachung befugt. Das kann er aber vertraglich ausschließen, das ist also seine Vertragsfreiheit. Der Vertrag zugunsten Dritter ist genauso wie die Abtretung und die Schuldübernahme eine Verfügung. Das heißt, das Deckungsverhältnis, das was Sie hier gesehen haben, hat nichts zu tun mit dem Valuta-Verhältnis. Was soll das bedeuten? Wenn Sie hier ein Problem haben, zum Beispiel die Schenkung ist nichtig, Sie wollen Ihrem besten Freund eine neue PlayStation schenken und bestellen die bei Amazon und sagen, Lieferung an den besten Freund. Oder stellt sich heraus, Ihr Freund
hat sie übers Ohr gehauen, er ist gar nicht ihr Freund, er ist mit ihrer Freundin ins Bett gegangen und es gibt ganz schlimme Dinge. Ja? Und daraufhin erklären sie die Anfechtung der Schenkung nach 123 Absatz 1 wegen arglistiger Täuschung. Der hat nur so getan, als sei er ihr Freund. In Wirklichkeit hat er sie immer nur ausgenutzt. Dann sagt uns das Abstraktionsprinzip, bleibt der Anspruch auf Lieferung einer PlayStation gegen Amazon trotzdem bestehen, weil die beiden Verträge sind unabhängig voneinander. Das heißt, sie kriegen trotzdem eine PlayStation, aber sie müssen diese PlayStation dann herausgeben, weil sie gelogen und betrogen haben. Aber der direkte Anspruch gegen Amazon besteht trotzdem nicht, weil beide Ansprüche, das Deckungsverhältnis und das Valutaverhältnis, sind unabhängig voneinander. Das heißt, wenn eines nichtig ist, bleibt das andere trotzdem wirksam. Abstraktionsprinzip. Ja, einfach, oder? Ja. Das können Sie dann morgen früh gucken bei Verklag mich doch oder irgendwie raus aus den Schulden. So, jetzt kommen die schwierigen Fragen, wo man nachdenken muss. Achtung, nachdenken. Kann der Dritte wirksam gegenüber dem Schuldner zurücktreten? Jetzt sind Sie alle erstaunt. Es hat keiner, weiß keiner, worum es geht. Ja? Ja, in der Tat, wir haben gelernt, dass der Rücktritt immer einen Vertrag voraussetzt, von dem ich zurücktreten kann. Und zwar einen Verpflichtungsvertrag. Es gibt hier auch einen Verpflichtungsvertrag, aber zwischen wem besteht der Verpflichtungsvertrag? Wer ist verpflichtet, wem gegenüber? Wer hat die Pflicht? Ja? Ja. Der Versprechende, der Schuldner, ist verpflichtet gegenüber dem Versprechensempfänger, also dem Gläubiger. Also, wessen Vertrag ist das? Wer kann zurücktreten nur? Intuitiv. Wenn wir einen Vertrag haben zwischen Schuldner und Gläubiger. Ja, der Gläubiger kann zurücktreten, der Dritte nicht. Weil der Dritte nicht Partei des Vertrages ist. Der Dritte ist begünstigt den Vertrag zugunsten Dritter, aber das schafft ihm nicht das Recht, zurückzutreten. Zweite Frage, was gilt, wenn der Dritte die Annahme der Leistung verweigert? Das ist eine tolle Frage, oder? Was könnte denn passieren, wenn der Dritte sagt, nehme ich nicht an? Ja? Dann könnte man sagen, 333, Zurückweisung des Rechts, aber stellen Sie sich Folgendes vor, der Verkäufer ruft da vorher an und er sagt, ja, bring mal vorbei. Dann steht der Verkäufer da und sagt er, oh, heute habe ich keine Lust, nimm mal wieder mit. Und dann sagt der Verkäufer sich, ich bin doch nicht blöd, fahre hier ständig hin und her. Ich möchte jetzt gerne Ersatz für die zusätzlichen Transportkosten für das vergebliche Hin- und Herfahren. Was könnte eine Anspruchsgrundlage für sowas sein? Unnützes Hin- und Herfahren? Ja? 334. Steht da was mit Anspruch? Wir machen wieder den Test, den wir eben hatten. Kann nach 334 jemand ein Tun oder Unterlassen verlangen? Nein. Also kann es keinen Anspruch auf 334 geben. Das könnte Schadensersatz sein, es setzt auch voraus, dass es eine Pflicht gibt zur Abnahme. Gibt es eine Pflicht? Hat er diese Pflicht, die Sache anzunehmen, aus 141 Absatz 2? Der Dritte schon, also aus der, aus, er,
Ja. Die Annahme der Leistung verweigert aus irgendwelchen Gründen. Meinen Sie? Das setzt voraus, dass er eine Pflicht hat, die Leistung anzunehmen. Das ist ja genau das Problem. Also ein Unterlassen kann nur dann sozusagen Schadenersatz begründen, wenn es eine Pflicht zum Handeln gibt. Also wenn Sie sich verabredet hätten, dass der Dritte die Leistung an diesem Ort dann noch ja. entgegennimmt, dann wäre das schon der Fall. Das ist eine Pflicht, sagen Sie. Da gibt es eine Pflicht, die Leistung anzunehmen. Ja, nochmal, auch bei 141.2 kann ein Unterlassen nur relevant sein, wenn eine Pflicht zum Tun besteht. Das ist wie im Strafrecht. Wenn Sie wissen, jetzt sterben gerade arme Kinder in Afrika, weil Sie ein reichhaltiges Mensa-Essen gegessen haben, dann haben Sie unterlassen, das Kind in Afrika zu füttern und sind dafür verantwortlich, dass es verhungert ist. Und trotzdem sind Sie nicht strafbar wegen Totschlags durch Unterlassen. Warum nicht? Weil Sie keine Handlungspflicht haben. Sie haben keine Garantstellung gegenüber den armen Kindern in Afrika. Deshalb sind Sie straflos. Und im Zivilrecht gilt nichts anderes. Sie müssen nur Leistungen annehmen, wenn Sie dazu eine Pflicht haben. Ja? Die Annahme ist da eigentlich noch offen. Ja? Das heißt, dass wir dann Gläubigerverzug eigentlich folgen müssen, dass man dann eigentlich bedeutet, dass der Schuldner, wenn er noch mit angeboten hat, nur noch große Unbeweitigkeit. Ja, der Kollege sagt, der Gläubigerverzug ist eine bloße Obliegenheitsverletzung. Der führt zu einer Gefahrverlagerung, aber es gibt sogar eine Anspruchsgrundlage beim Gläubigerverzug. Ja? Ja, Paragraph 304 BGB. Das ist eine eigene Anspruchsgrundlage. Die setzt auch kein Verschulden voraus oder irgendwas, sondern 304 ist ein eigener Aufwendungsersatzanspruch. Das heißt, die Kosten für die nutzlose Fahrt kriegt er nach 304 ersetzt. Wenn, was der Fall ist, was setzt 304 voraus? Ja? Annahmeverzug. Und wo könnte unser Problem beim Annahmeverzug liegen? Er ist nicht Vertragspartner und nicht zur Annahme verpflichtet. Was sagen Sie dazu? Würde das so richtig funktionieren, von der Logik her? Ja? Das würde ja nicht den Sinn machen, weil die Firma die Gebäude wäre nicht zulässig. Ja? Und dann würde der ja niemals den erfüllen. Völlig richtig. Also, wenn das so wäre, die Leistung an den Gläubiger ist unzulässig, die Leistung an den Dritten würde aber nie Annahmeverzug begründen, dann wäre für diese Fälle der Annahmeverzug immer ausgeschlossen. Dieses Ergebnis kann offensichtlich nicht stimmen. Also, was passiert denn dann hier? Wie würden Sie diesen Fall lösen? Aha, Sie würden also den 304 analog anwenden. Würde das reichen? Stellen Sie sich vor, auf der Rückfahrt wird der von dem betrunkenen Autofahrer X angefahren und Ihr PlayStation explodiert im Transportfahrzeug. Ja, wir können die gesamten Regeln über den Annahmeverzug analog anwenden. Oh, ganze BGB analog anwenden. Es gibt einen viel einfacheren Trick. Wenn Sie nämlich sagen, der Gläubiger hat hier gesagt, wohin geleistet werden soll, das heißt, er hat selber gesagt, wie die Leistung erfolgen soll, und damit hat der Gläubiger das Risiko übernommen, dass diese Lieferform nicht funktioniert. Das heißt, der Gläubiger gerät in der Tat in Gläubigerverzug. Wer ist unser Gläubiger? In unserem Fall wir sind alle verwirrt. Wer muss nach 304 die Transportkosten bis hin und her fahren bezahlen? Ja? Der Versprechensempfänger. Und wer nicht?
wer naheliegend wäre? Der Dritte. Das heißt, der Dritte gerät nie in Annahmeverzug, weil er nicht gläubiger ist. Aber wenn der Dritte nicht annimmt, wirkt das zu Lasten des Gläubigers. Das heißt, es wird so getan, als hätte der Gläubiger selber die Leistung abgelehnt. Das, was der Dritte tut, wird dem Gläubiger zugerechnet. Und das heißt, in diesen Fällen gerät der Gläubiger in Annahmeverzug, dadurch, dass der Dritte die Annahme verweigert. Der Dritte gerät nie in Annahmeverzug. So, das war schon alles. Wenn Sie gucken, so viele Paragraphen gibt es da auch gar nicht. Aber ich habe Ihnen ja gesagt, das wird jetzt gleich alles nochmal wichtig. Wir gucken jetzt in 311 Absatz 3 BGB. Absatz 2 haben wir uns schon mal angesehen. Da stand das drin mit Vertragsverhandlungen, Anbahnung eines Vertrages und ähnliche geschäftliche Kontakte. 311 Absatz 3 sagt, ein Schuldverhältnis kann auch zu Personen entstehen, die nicht Vertragspartei werden sollten. Wer ist damit gemeint? Ganz einfach. Damit gemeint sind Leute, die auftreten als Berater zum Beispiel oder Sachverständige. Es kommt jemand zu Ihnen und sagt, dieses Auto, das ist das beste Auto der Welt, das würde ich auf jeden Fall kaufen. Und dieser Mensch ist zufällig Ralf Schumacher. Und dem vertrauen Sie, weil der Ahnung von Autos hat. Und deshalb kaufen Sie das Auto. Und das Auto ist in Wirklichkeit kompletter Schrott. Dann sagt 311 Absatz 3, dieser Mensch hat besonderes persönliches Vertrauen in Anspruch genommen, weil er eine Koryphäe ist, was Autos angeht. Sie wissen, dem Mann können Sie trauen. Und dann hat er eine Pflicht verletzt, indem er Ihnen Quatsch erzählt hat und muss Ihnen dafür Schadensersatz leisten. Das sagt 311 Absatz 3 ganz allgemein. Wenn Sie die Norm aber genau lesen, steht da drin, kann auch zu Personen entstehen, die nicht selbst Vertragspartei werden sollten. Vertragsparteien sind aber nicht nur Schuldner, das heißt Leute, die Pflichten haben, sondern Vertragsparteien sind auch Personen, die Gläubiger sind, das heißt, die Rechte haben. Und man sagt daher, wenn wir schon die Möglichkeit haben, Leistungspflichten zugunsten Dritter zu begründen, dann sagt uns 311 Absatz 3, kann ich auch Rücksichtnahmepflichten zugunsten Dritter begründen. Als Minus für den Leistungspflichten kann ich auch Rücksichtnahmepflichten begründen. Jetzt fragen Sie sich, warum sollte ich das tun? Der einfachste Fall, den sich jeder vorstellen kann, ist, der Papa geht mit seinem zweijährigen Kind in den Zoo. Ja? Und im Zoo gibt es einen Löwenkäfig. Und alle stehen um diesen Löwenkäfig, weil die Löwen so spannend sind. Und das Kind jammert, weil es nicht sehen kann, das kleine Zweijährige. Ja, das ist so groß, das sieht nichts von den Löwen. Und daraufhin nimmt der Papa das Kind und hebt das so hoch, dass es über das Gitter von dem Käfig kommt. Und der Löwe findet das ganz spannend und sagt, au, Häppchen, und macht einmal Schnapp. Und das Kind wird dabei verletzt, ist nicht tot. Ja, also. Das Kind wird dabei verletzt. Ich denke, das Kind würde sterben, aber es lebt. Also. Das ist mir passiert, als ich klein war. Nein. Das Kind überlebt und jetzt haben wir aber folgendes rechtliches Problem. Nur der Papa hat Eintritt zum Zoo gezahlt, denn Kinder unter 5 Jahren kommen umsonst in den Zoo mit Papa. Ohne Papa kommen sie gar nicht in den Zoo. Das heißt, sie können die Kinder umsonst mitnehmen. Und damit haben wir einen Vertrag zwischen Zoo und Papa, aber keinen Vertrag zwischen Zoo und Kind. Und wenn die Käfig oder wenn die Gitterstäbe zu niedrig waren, hat man auch keinen Anspruch, weil das Kind hat ja nie einen Vertrag gehabt. Und aus diesem Grunde hat man ganz schlau gesagt, klebt das Kind an den Rücksichtnahmepflichten des Papa und alles, was man dem Kind antut, ist genauso behandelt, wie das, was man Papa antut. Sehr viel häufiger kommt das vor in Wohnungen. Stellen Sie sich vor,
Ihre Eltern wohnen auf der dritten Etage in einem Mietshaus und die Lampe im Flur ist kaputt. Wenn Ihre Mutter runterfällt und sich ein Bein bricht als Mieterin, kriegt sie Schadensersatz aus dem Mietvertrag, weil der Vermieter hat eine Rücksichtnahmepflicht verletzt, indem er halt ein gefährliches Gebäude stehen gelassen hat. Wenn Sie die Treppe runterfallen, hätten Sie erstmal Pech, weil Sie haben keinen Vertrag mit dem Vermieter. Auch da wird gesagt, weil Sie mit in der Wohnung wohnen, werden Sie so behandelt, als wären Sie Partei des Mietvertrages. Ja? Oder für die weiblichen Teilnehmerinnen, stellen Sie sich vor, Sie haben eine allerbeste Freundin. Das ist Ihre herzallerliebste Freundin. Und diese Freundin will jetzt shoppen gehen. Sie haben aber gar kein Geld, weil Sie arm sind. Dann gehen Sie mit dieser Freundin shoppen. Und Sie gehen dann nach H&M und nach, was gibt es denn alles, Madonna und Pimki und wie die Läden alle heißen. Und die schleppt Sie durch alle Läden. Und Sie sind schon total erschöpft. Und dann auf dem Boden des Ladens liegt eine Seifenschicht. Warum liegt die da? Weil die Putzfrau nicht richtig geputzt hat. Und Sie rutschen aus, zack, und brechen sich den Oberschenkel. Das ist sehr unangenehm. Und dann sagt die Verkäuferin, kein Problem, wir holen Notarzt, alles ganz schlimm. Und dann sagt sie, ja, sind Sie denn eine potenzielle Kundin? Dann sagen Sie, ja, ich habe eigentlich kein Geld dabei, aber weiß man nie. Und daraufhin sagt sie, ach, Glück gehabt, weil wir haften nach 311 Absatz 2 Nummer 2 nur bei einer Vertragsanbahnung. Und wenn Sie nie was kaufen wollten, weil Sie gar kein Geld dabei haben, können Sie gar keinen Vertrag anbahnen. Das heißt, die Voraussetzung von 311 Absatz 2 Nummer 2 liegt nicht vor und Sie kriegen keinen Schadensersatz. Das findet man wieder ungerecht und man sagt, wenn Sie mit Ihrer allerbesten Freundin shoppen gehen, dann ist das eine gute Sache, denn dann schützt sie die Möglichkeit, dass ihre Freundin was kauft, ebenso wie die Freundin selbst. Also wenn die Freundin ausrutscht, hätte sie einen Anspruch, also haben Sie auch einen Anspruch. Sie werden genauso geschützt wie derjenige, den Sie begleiten. Die sind quasi wie so ein Pikachu oder sowas, watscheln da hinterher. So. Ja. Toll. So. Das ist die Grundidee. Allerdings, und das ist jetzt wichtig, aufpassen, das ist jetzt ganz wichtig. Achtung, wichtig. Handy weg, aufpassen. Das ist ganz wichtig. Wenn Sie das nicht können, dann werden Sie in Ihrem Leben nie mehr froh. Dieses Schuldverhältnis mit Schutzwirkung für Dritte hat gewisse Voraussetzungen. Und das Problem mit diesen Voraussetzungen ist, alles andere, was wir hier gemacht haben, können Sie notfalls im Gesetz nachlesen. Das hier nicht. Es gibt keine Chance, es irgendwo nachzulesen. Das müssen Sie jetzt blöderweise mal auswendig lernen. Das Erste, wenn es schon heißt, Schuldverhältnis mit Schutzwirkung für Dritte ist, Sie brauchen ein Schuldverhältnis. Schuldverhältnis kann sein ein Vertrag. Erinnern Sie sich an unseren Vertrag mit dem Zoo oder den Vertrag mit dem Vermieter. Das sind Verträge. Es kann aber auch sein ein Schuldverhältnis nach 311 Absatz 2, wie bei unserem Shoppingfall. Das macht keinen Unterschied. Also entweder ein Vertrag oder was Vorvertragliches. Das ist einfach. Die zweite Voraussetzung nennt sich Leistungsnähe. Die heißt Leistungsnähe, um Sie zu verwirren. Denn es geht gar nicht um eine Leistung, sondern es geht darum, dass Sie genauso wie der Gläubiger in die Gefahr geraten können. Das heißt, Sie sind genauso gefährdet wie der eigentliche Vertragspartner. Bei unserem Shoppingfall sind Sie deshalb genauso gefährdet wie der Vertragspartner, weil Sie genauso im Laden sind. Sie laufen genauso rum, ob Sie in die Pfütze treten oder der eigentliche Käufer, ist eine reine Zufallsangelegenheit. Weder reintritt, hängt vom Zufall ab. Leistungsnähe deutet sowas an wie, es muss schon eine Leistungspflicht bestehen. Das ist nicht die Voraussetzung. Es geht eher darum, sind Sie genauso gefährdet wie der Gläubiger? Oder sind Sie weniger gefährdet?
Wenn Sie weniger Risiko haben, sind Sie nicht geschützt. Dann kommt die Gläubigernähe. Das ist jetzt ganz schwierig. Gläubigernähe meint sowas wie, nicht jeder Mensch, der in Ihre Wohnung kommt, wird geschützt. Recht anschaulich, der Einbrecher, der bei Ihnen einbricht, um Sachen zu klauen und die Treppe runterfällt, weil das Licht kaputt ist, der kriegt keinen Schadensersatz, weil er darf ja gar nicht da sein. Ja? Aber auch nicht jeder, der Sie besuchen kommt, kriegt Geld. Wenn zum Beispiel die Zeugen Jehovas kommen und Ihnen eine religiöse Aufklärung liefern wollen und die fallen die Treppe runter, kriegen die auch nichts. Auch der Zeitungsbote kriegt nichts. Sondern man verlangt, dass zwischen dem Vertragsgläubiger und demjenigen, der Schadenersatz kriegen soll, eine gewisse Beziehung besteht. Früher hat man gesagt, es muss eine Wohl- und Wehe-Beziehung sein. Was meint das? Nach dem Motto, wenn es dem gut geht, geht es Ihnen gut und wenn es dem schlecht geht, geht es Ihnen schlecht. Also Wohl im Sinne von, wenn es dem gut geht, geht es Ihnen gut und Wehe, wenn es dem schlecht geht, geht es Ihnen schlecht. Das trifft zu auf Kinder typischerweise. Man würde nach der Werbung sagen, ist die Katze gesund, freut sich der Mensch, aber hier ist das Kind gesund, freut sich der Mensch. Ja? Wohl und Wehe hatte man aber auch bei Eheleuten untereinander. Ja? Es ist nicht immer nur Schlägerei, sondern manchmal lieben die sich auch. Und wenn der Mann oder die Frau krank ist, freut sich jeweils andere Ehepartner, freut sich ihn nicht, sondern wenn der Mann oder die Frau krank ist, hat er jeweils andere Ehepartner Sorgen. Und deshalb Wohl und Wehe. Und last but not least, sagt man sogar im Arbeitsrecht, wenn Sie krank sind, ist Ihr Chef traurig, weil Ihre Gesundheit liegt Ihrem Chef am Herzen. Und deshalb auch da Wohl- und Weheverhältnis. Das war die Idee. Alles, was Ihrem Chef widerfährt, widerfährt auch Ihnen. Und alles, was Ihnen widerfährt, widerfährt auch Ihrem Chef. Sie teilen sich das Leid. Im Laufe der Zeit hat sich das aber erweitert. Und man sagt, immer dann, wenn Sie irgendein berechtigtes Interesse daran haben, dass auch der Dritte geschützt wird, ist er auch mit dabei. Dazu genügen zum Beispiel diese besten Freundinnen, aber nur die allerbesten. Nicht, wenn es irgendwie die ganze Clique ist. Es muss schon eine enge Verbindung sein, die mehr ist als das Normale. Es muss also so sein, dass jeder sagt, das verstehen wir, dass diese Person mit dabei ist. Dafür muss man Verständnis haben. Ja? Das ist die dritte Voraussetzung. Gläubigernähe. Die vierte Voraussetzung ist Erkennbarkeit. Erkennbarkeit ist logisch wegen 157. Die Idee ist, wenn der Gläubiger gar nicht wissen kann, dass da jemand zu, der Schuldner gar nicht wissen kann, dass jemand zu ihm gehört. Sie mieten eine Wohnung und er konnte nie damit rechnen, dass ihre Freundin, schrägstrich ihr Freund, zu ihnen ziehen will. Dann ist der oder die auch nicht geschützt. Es muss erkennbar sein, dass auch jemand anders dabei sein kann. Wenn Sie das geheim halten, haben Sie Pech gehabt. Sie müssen also deutlich machen, da kommt noch jemand mit, sonst haben Sie Pech. Und der letzte Punkt, Sie können nur Ansprüche aus diesem tollen Schuldverhältnis geltend machen, wenn Sie nicht ohnehin schon einen vertraglichen Anspruch haben. Wenn Sie also das arme Opfer sind und hätten ohnehin schon gegen irgendjemanden Schadensansprüche, haben Sie keinen Anspruch aus einem Schuldverhältnis mit Schutzwirkung für Dritte. Merken Sie sich also unbedingt diese fünf Voraussetzungen. Die können Sie an einer Hand abzählen. Fünf Voraussetzungen. Wenn Sie diese fünf Voraussetzungen beherrschen, können Sie jeden Fall, wo das Problem drankommt, lösen. Und Sie werden überraschen, das kommt extrem oft dran. Und das Blöde ist, das müssen Sie auswendig kennen. Das ist das Einzige im ganzen Semester, was man auswendig lernen muss. So, um Ihnen das zu illustrieren, habe ich diesen tollen Fall für Sie herausgesucht. Die Mutter geht in den Supermarkt, um einzukaufen. Dabei wird sie von ihrer 8-jährigen Tochter begleitet. In der Gemüseabteilung rutscht die T auf einem Salatblatt aus, das der Angestellte A des S
unter Missachtung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt über mehrere Stunden nicht beseitigt hat. Bei dem Sturz wird T erheblich verletzt und muss im Krankenhaus behandelt werden. Klingt dramatisch, ist dramatisch. Was könnte die Anspruchsgrundlage sein für einen Anspruch der T gegen S? Tochter gegen Supermarkt. Ja? Ja, 280 Absatz 1 BGB. Was setzt 280 Absatz 1 BGB voraus? Ja? Ja, wir brauchen ein Schuldverhältnis. Haben wir hier ein Schuldverhältnis zwischen dem Supermarkt und der Tochter? Auch wenn jetzt hier bald keiner mehr im Raum ist, da ständig Leute rausgehen. Ja? Ja, wir könnten an eine Vertragsanbahnung nach 311 Absatz 2 Nummer 2 BGB denken. Wurde hier ein Vertrag zwischen dem Supermarkt und der achtjährigen Tochter angebahnt? Ja? Ja, in der Tat, es ist sehr unwahrscheinlich, dass eine Achtjährige im Supermarkt selber irgendwas kauft, denn wenn sie nur ihre Mutter begleitet, wird sie im Zweifel keine Verträge abschließen. Also haben wir keine Vertragsanbahnung zwischen der Minderjährigen und dem Supermarkt. Was prüfen wir dann? Deshalb machen wir diesen Fall jetzt hier. Ja? Ja, wir prüfen ein Schuldverhältnis mit Schutzwirkung für Dritte im Sinne von 311 Absatz 3 Satz 1. Was brauchen wir für ein Schuldverhältnis mit Schutzwirkung für Dritte? Ja? Wir brauchen in der Tat zunächst ein Schuldverhältnis, an das wir den Dritten anhängen können. Ein solches Schuldverhältnis könnte zwischen der Mutter M und dem Supermarkt S bestehen. Die Mutter wollte was kaufen, also befand sie sich im Bereich der Vertragsanbahnung. Das heißt, zwischen der Mutter und dem Supermarkt besteht ein Schuldverhältnis im Sinne von 311 Absatz 2 Nummer 2 BGB. Das heißt, die erste Voraussetzung, Schuldverhältnis, haben wir. Was brauchen wir noch? Ich habe gesagt, fünf Voraussetzungen. Wenn wir in dem Tempo weitermachen, sind wir heute Abend fertig. Ja? Wir brauchen eine gewisse Leistungsnähe, das heißt, der Dritte muss genauso gefährdet sein wie der Vertragspartner. Ja? Die Mutter hätte genauso wieder vom Salatblatt ausrutschen können wie die Tochter, weil es lag für beide darum, ist die Tochter ausgerutscht, also liegt die Leistungsnähe vor. Ja. Wir brauchen Leistungsnähe, das heißt, die Mutter muss genauso gefährdet gewesen sein wie die Tochter. Hier hing es vom Zufall ab, ob die Mutter oder die Tochter ausrutscht, das heißt, Leistungsnähe liegt vor. Damit haben wir die zweite Voraussetzung. In der Tat, wir brauchen noch eine Gläubigernähe, das heißt, die Tochter muss in irgendeiner näheren Beziehung zur Mutter stehen. Und es gibt keine engere Beziehung als die Beziehung zwischen Mutter und Tochter. Das heißt, die Gläubigernähe liegt hier vor. Was brauchen wir noch? Jetzt haben wir schon drei von fünf. Ja, es muss für den Supermarktbetreiber erkennbar sein, dass die Tochter von der Mutter mit geschützt werden soll. Es ist allgemein üblich, dass Mütter ihre Töchter mit zum Einkaufen nehmen. Und deshalb war es für den Supermarktbetreiber erkennbar, dass auch die Tochter geschützt werden soll. Und was brauchen wir als letzte Voraussetzung? Die Tochter ist geschützt.
Ja, die Tochter müsste schutzbedürftig sein. Das ist nicht der Fall, wenn sie vertragliche Ersatzansprüche hat. Die hat sie nicht. Sie hätte natürlich einen Schadensersatzanspruch, nämlich gegen wen? Nach diesem Sachverhalt? Ja, sie hätte hier gegen A einen Schadensanspruch aus 823 Absatz 1 BGB geltend machen können, aber das ist kein vertraglicher Anspruch. Nur vertragliche Ansprüche schließen die Schutzbedürftigkeit aus. Einen solchen hat sie nicht. Also, was ist unsere Rechtsfolge? Ja. Ist das so? Was haben wir gerade geprüft? Nur welches Merkmal haben wir denn gerade bejaht? Wir haben nur ein Merkmal geprüft bisher von dem 280er Anspruch. Ja, ja. Ja, wir haben ein Schuldverhältnis im Sinne von 280 bejaht. Was brauchen wir dann noch für 280? Außer einem Schuldverhältnis? Eine Pflichtverletzung. Was für eine Pflicht könnte das hier sein? Woraus ergibt sich diese Pflicht? Es könnte hier eine Rücksichtnahmepflicht nach 241 Absatz 2 verletzt worden sein. Er muss auf den Körper als Rechtsgut der T Rücksicht nehmen. Hier hat er irgendwelche Salatblätter fallen lassen. Das ist nicht die erforderliche Rücksicht. Also hat er eine Rücksichtnahmepflicht verletzt. Was brauchen wir dann noch? Wir brauchen einen vertreten müssen. Was hat hier unser Supermarkt zu vertreten, unser S? So ist es. Der Supermarktbetreiber hat nach 276 eigenen Vorsatz und eigene Fahrlässigkeit zu vertreten, aber die ist hier nicht verletzt. Nach 278 muss er sich aber auch das Verschulden seiner Mitarbeiter zurechnen lassen. Der A hat laut Sachverhalt unter Missachtung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt gehandelt. Das heißt, er hat nach 276.2 fahrlässig gehandelt. Also hat der S die Pflichtverletzung auch zu vertreten. Was brauchen wir als letzte Voraussetzung? Einen Schaden. Und worin besteht der Schaden hier? Was meinen Sie? Ja, in der Tat, die Behandlungskosten im Krankenhaus und ein Schmerzensgeld. Das heißt, hier wird nach 249 Absatz 2 das Krankenhaus bezahlt und nach 253 Absatz 2 ein Schmerzensgeld. Ergebnis also, der Anspruch besteht und die T hat einen Anspruch gegen S. So. Damit sind wir mit diesem Thema am Ende und wir sehen uns am Montag wieder.